Danke schön. Gut. Ich bin etwas gehandicapt und habe mir hier so einen kleinen Barhocker geholt. Ich werde nicht immer die ganze Zeit rüberlaufen können, also ich bitte hier einfach um Verzeihung, dass ich das so gut wie möglich hier hinkriege. Ich hatte vor 2 Tagen eine Operation hier am Fuß Mortenarom, vielleicht kennen Sie das. Kleiner entzündeter Nerv seit ein paar Jahren, der musste rausgeschnitten werden, deswegen hier. Ich wollte es aber nicht missen lassen, mir nicht nehmen lassen, hier heute bei Ihnen zu sein und bin sehr, sehr froh, auch hier zu sein. Vor allen Dingen, ich bringe jetzt ein ganz anderes Thema und das finde ich unglaublich spannend. Sicherlich einige Sachen, die in Teilen sehr ähnlich sind, aber ich versuche mehr von der weniger digitalen Transformationsseite, und wir hatten es auch schon gehört vorher, das geht nicht nur um Technologie und um die Gadgets, sondern darum, wie setzen wir es letztendlich um, also von der sozialen Seite her und von der, ja, von Führungs- und Organisationsmodellen zu sehen. Ich beschäftige mich mit dem Thema schon ziemlich lange, ich bin ungefähr seit 20 Jahren so in dem ganzen Transformationsumfeld. Ich schreibe ziemlich viel auch darüber. Ich weiß nicht, warum es immer jetzt aussetzt, aber eigentlich hat es vorher... Wunderbar, VUCA, hat auch was mit Voodoo zu tun. Ja, zu tun. Das heißt, ich beschäftige mich auf der einen Seite, darüber zu schreiben, eine sehr intensive Auseinandersetzung, auch mit vielen, vielen der Dinge. Also wenn Sie Lust haben, lesen Sie gerne ein bisschen rein. Ich bin viel unterwegs, auch das ist eine sehr spannende Thematik. Und das machen wir sehr viel mit unseren Kunden auch, weil wir einfach sehen, dass wenn man Dinge verstehen will, muss man sie kennenlernen, muss man sie einmal erspüren, muss man sie einmal erleben. Und das schafft man nicht immer in einem Seminarraum oder nicht immer an so schönen Orten wie hier, sondern man muss einfach mal raus. Wir machen einfach weiter, oder? Ja, genau. Okay. Und was auch sehr, sehr spannend ist, und mir hat das unglaublich gut gefallen, wo du vorher, Tim, nach den Orten gefragt hast, wo passiert denn, wo sind denn die Hotspots in der Welt? Und wir gehört haben, dass es eigentlich um die Menschen geht, die die Themen treiben, weniger um die einzelnen Orte. Und dasselbe habe ich auch im Bereich der Organisationsentwicklung festgestellt, weil oft sind es nicht die Programme, die CEOs und Geschäftsführer und Top-Management ausgeben, sondern es sind die Menschen, und ich nenne die Organisationsrebellen, die die Themen treiben. Und wenn Sie Lust haben, ich habe dazu einen neuen Videoblog gemacht, gucken Sie mal rein. Ich gehe in Unternehmen, suche mir die Leute, schaue, wo Menschen sind, die wirklich Themen treiben und die oftmals einfach den Mut haben, Dinge auszuprobieren, die über den Tellerrand hinaus gucken. Und ich sage immer nur, Nullen haben keine Kanten, also diejenigen, die einfach mit Ellenbogen da ein bisschen Dinge probieren. Ich habe in den nächsten 20 Minuten 3 Themen für Sie mitgebracht. 3 Themen. Ich würde Ihnen ganz kurz einen Einblick mal in unsere Gruppe geben. Weniger von den Produkten, sondern mehr darum, was hat Transformation denn eigentlich bei uns? Und wir kommen aus der Verlagswelt heraus. Was ist denn alles passiert? Und Verlag war eine sehr, sehr frühe Branche, Musikindustrie, Medienindustrie, Verlagsindustrie, die sehr früh disruptiert wurde. Ich habe im zweiten Teil einen kleinen Einblick und würde Ihnen gerne ein Denkmodell mitgeben, das vielleicht soweit für Diskussionsstoff auch sorgt und Ihnen helfen kann. Und im dritten Teil würde ich sogar noch eine Stufe tiefer gehen und so ein paar Experimente, die wir selbst aus einer Führungssicht heraus machen, einfach mal als Impuls geben und von daher kurz mal dazu einsteigen. Also, jetzt in die Pharmawelt gefragt, wer kennt die Haufe-Gruppe? Hat schon mal jemand gehört? Ein paar wenige, okay. Wir sind klassischerweise mal als Verlag gegründet und als Verlag, wissen Sie, produziert man Content, man schafft Content, der, okay, ich weiß, ich sehe es nur immer bei mir so flackern, ich weiß nicht, ob es jetzt im Hintergrund genauso viel flackert wie bei Ihnen. Also wir sind ein Familienunternehmen, auch das glaube ich, ich erkläre es Ihnen gleich, wenn ich ein bisschen über unsere Innovationskultur spreche. Sehr wichtig, ich habe für einige kapitalmarktgetriebene große DAX-Konzerne gearbeitet, jetzt für ein Familienunternehmen. Wir sind im Mittelstand, wir sind ein B2B-Unternehmen, wir haben ungefähr 18 Unternehmen bei uns in der Gruppe. Wir gelten im Mittelstand als digitale Champions, als digitaler Vordenker, vor allen Dingen diejenigen, die diese Transformation ziemlich gut hingekriegt haben, die letzten 20 Jahre. Wir sprechen ja bei der digitalen Transformation ja nicht erst die letzten paar Jahre drüber, sondern schon länger. Ich versuche es Ihnen einmal anhand dieses Charts zu zeigen, so ein bisschen die Umsatzentwicklungen. Wenn Sie
auf die ihre linke Seite gucken, hier so Anfang der 90er bis Mitte der 90er, also wo das Internet entstanden ist, hatten wir in unserem Umsatzanteil noch rund 92-93% im Printbereich, Umsatzvolumen. Wenn Sie aufs letzte Geschäftsjahr gucken, hier der helle Bereich rechts unten, wir liegen bei unter 7% im Printbereich. Wenn man unseren Umsatz versechsfacht, wir liegen bei knapp unter 370 Millionen, knapp 1600 Mitarbeiter. Und was ich Ihnen damit zeigen will, nicht, dass wir Balkendiagramme malen können, sondern was es bedeutet, eine Organisation dahingehend mitzunehmen, ein Portfoliowechsel zu gestalten, Menschen mitzunehmen, Ängste, auch das hatten wir vorher gehört, die da sind, und Menschen dabei zu unterstützen. Das ist eine sehr, sehr große und sehr, sehr mächtige Aufgabe, die wir so die letzten 20 Jahre auch, ich glaube, sehr, 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 sehr gut gemeistert haben. Und das, ich sehe es immer wieder, wenn wir auch unterwegs sind, es ist keine große Kunst, ein Startup aufzuziehen. Und viele gucken immer in den ganzen Journeys, wo wir sind und sagen, wow, und wir gehen zu Google und zu Facebook und zu Airbnb und zu Slack und zu Spotify und egal, wo man überall auf der Welt irgendwo zu den coolen Companies gehen kann. Nur von der grünen Wiese aus ein Unternehmen zu gestalten, das ist das eine. Aber eine Legacy zu haben, Historie zu haben, Jahrzehnte oder Jahrhunderte ein Unternehmen zu haben und das in die nächste Generation zu führen, das ist eine ganz, ganz andere Herausforderung aus meiner Sicht. Ich würde Ihnen gern zum Thema Innovation ein, zwei Erfahrungen mitgeben. Innovationsmanagement, kennen Sie sicherlich die Red and Blue Ocean Strategie, drückt sich oft in sogenannten Labs aus. Gucken wir hier nach Berlin, haben wir ungefähr 120 bis 130 Labs der deutschen Wirtschaft hier in Berlin. Innovation Labs, Digilabs, Inkubatoren, Acceleratoren, Company Builder, you name it. Auch wir sind vor 5, 6 Jahren mal der Blue and Red Ocean Strategie gefolgt und haben ein sogenanntes Innovation Lab aufgebaut. Das hat bei uns weniger gut funktioniert. Und es hat aus sehr menschlichen Gründen weniger gut funktioniert, weil das waren diejenigen, die wir geheiert haben, Menschen, die Dinge anders machen durften, die auf einmal Planstellen gekriegt haben, ja, die andere Devices gekriegt haben, die andere Offices hatten, die ein bisschen anders ausgesehen haben, Hoodies getragen haben und Sneaker und so weiter. Ja. Und diejenigen, die im roten Ozean, also im Kerngeschäft waren, immer gesagt haben, naja, ihr macht zwar coole Dinge, aber vom Kerngeschäft, das wir machen, habt ihr keine Ahnung. Und irgendwann sind aus den coolen Dingen Prototypen entstanden und Pilotprojekte entstanden, die irgendwann skaliert werden sollten, nämlich Geschäft damit gemacht werden sollten. Und man hat also sozusagen das aus dem Lab rübergeschifft ins Kerngeschäft. Und genau dieses hat nicht funktioniert. Wozu wir uns entschieden haben, und das ist vielleicht eine Idee, auch für die Diskussion nachher, wir haben unsere Organisation in ein Drei-Horizonten-Modell designt. Auch das kennen Sie sicherlich aus dem Innovationsmanagement heraus. Und in den drei Horizonten haben wir im Horizont 1 unser Kerngeschäft. Und Kerngeschäft ist ein sehr das ist quasi die ganze Performance Engine, sehr effizient, sehr kostengetrieben, sehr, auch wenn Sie jetzt an Führung denken, ein sehr KPI-gesteuertes Geschäftsmodell oder Strukturen, auch von der Aufbauorganisation her mit zentralen Services, HR, IT, Finance und so weiter, die sozusagen den Business Units zentrale Services zur Verfügung stellen. Horizont 2 ist für uns das Wachstumsgeschäft. Und Wachstumsgeschäft ist völlig anders designt. Das ist designt in kleinen, agilen Teams. Das ist designt in keine Zentralfunktionen mehr, sondern wirklich Expertise in diesen kleinen Teams. Und Horizont 3 ist für uns alles, was mit Kannibalisierung und Disruption zu tun hat. Wir haben ein Prinzip. Ein Prinzip bei uns im Innovationsmanagement heißt, wir kannibalisieren uns lieber selber, bevor es andere tun. Und das meine ich nicht, also am Anfang, wo ich das gehört habe, dachte ich immer, naja, das sind irgendwie nette Sprüche. Aber das Manager-Magazin hat uns mal als die Kannibalen aus Freiburg betitelt. Also wir glauben wirklich daran, wenn wir nicht ständig unser eigenes Geschäft permanent in Frage stellen, dann tun es andere für uns und wir sind schneller vom Markt, als wir ja, wahrscheinlich gucken können. Und in diesen drei Horizonten zu agieren, das, glaube ich, ist die große Herausforderung für Führung. Wenn Sie sich vorstellen, unser Gruppenvorstand führt in all diesen drei Segmenten, führt in dieser Unterschiedlichkeit, führt in den unterschiedlichen Arbeitsmethoden, führt in den unterschiedlichen Steuersystemen, die wir da drin haben und, und. Und ein wichtiger Punkt noch, wir haben ein Prinzip, wir finanzieren unser Innovationsgeschäft aus dem Cashflow heraus.
Das heißt, wir haben keinen einzigen Cent Fremdkapital. Diejenigen, die im Horizont 1 arbeiten, sind diejenigen, die das Geld verdienen für 2 und 3. Und das ist kulturell nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ein sehr großer Unterschied, ob ich Millionen eines VCs verbrenne oder ob ich jeden Cent hart verdient aus einer kosteneffizienten Cash-Cow letztendlich investieren muss. Sie können gern dazu auch noch ein bisschen was dazu lesen oder nachher diskutieren, aber ich finde das einen sehr, sehr spannenden Ansatz, in dieser integrierten Logik Innovationen zu denken. Wir sind jetzt im dritten Jahr damit und bis dato ziemlich erfolgreich. Was wir sehen, und das ist das, was ich aus der Transformation immer wieder kenne, dass wir maßgeblich darüber sprechen, unser Verhalten darin zu ändern, nämlich Systemwechsel anders zu gestalten. Und das fängt bei jedem an, das fängt beim CEO an, das hört beim Praktikanten auf. Es gibt niemanden, der dort ja, nicht betroffen ist davon. Und diese Themen, die Transformation und die digitale Transformation ist nicht delegierbar. Also so wie wir es in der Einleitung schon hörten, das fängt wirklich bei jedem selbst an. Ich hoffe, Sie konnten so ein bisschen einen Einblick kriegen, wie ticken wir als Unternehmen. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, ich spreche nicht als Berater, sondern ich spreche wirklich aus einer unternehmerischen Sicht heraus. Also da gerne, gehe ich gerne noch ein bisschen drauf ein. Auch ich habe so ein bisschen einen Blick nach vorne mitgebracht, mehr so von der organisationalen Seite. Und wir haben mal versucht, einen Blick nach 2030 zu machen. Und ich habe ein kleines Video dazu mitgebracht. Daimler setzt auf Virtual Offices. Stuttgart. Zum Jahresende wird die Daimler AG ihre Büros schließen und Virtual Offices im Cyberspace forcieren. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Konzerns hervor. Demnach erscheinen bei Daimler bereits jetzt 98% der Mitarbeiter nicht persönlich zur Arbeit, sondern entsenden holographische Avatare. Recruiting. Zugriff auf Biochip-Daten ermöglicht Selektion im Vorfeld. Köln. Über den sogenannten Chip unter der Haut, der seit Jahren in Deutschland flächendeckend implantiert wurde, können Unternehmen nun direkt auf alle relevanten biografischen Daten potenzieller Bewerber zugreifen. So kann deren fachliche und persönliche Passung schon vor dem ersten Gespräch abgeklärt und der künftige Cultural Fit bestimmt werden. Bundestag beschließt Umstellung auf Swarming. Berlin. Der Bundestag hat mit 480 Ja-Stimmen gegen 112 Nein-Stimmen für die Umstellung auf das Organisationsmodell Swarming votiert. Bundestagsabgeordnete sollen demnach zukünftig eigenständig entscheiden, welche Themen sie in welcher Teamkonstellation zum Wohle Deutschlands gestalten wollen. Künstliche Intelligenz wird Vorstandsvorsitzender der Deutsche Bank AG. Frankfurt. Wie das Geldinstitut mitteilte, wird die künstliche Intelligenz Kiri 3000 zukünftig die Geschicke der Deutschen Bank lenken. Dies beschlossen die Vorstandsmitglieder einstimmig auf ihrer letzten Sitzung am 12. Mai. Damit übernimmt erstmals eine künstliche Intelligenz diesen Spitzenposten. DAX-Konzerne schaffen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen ab. Aktionäre begeistert. Düsseldorf. Laut einem Medienbericht wollen die DAX-Konzerne zukünftig auf eigene Forschungs- und Entwicklungsbereiche verzichten. Als Grund gaben sie an, 99% aller Produktinnovationen kämen mittlerweile ohnehin aus dem Bereich HR. Gut. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das sehen? Ganz spontan. Cool. Bitte? Sie arbeiten in HR. Genau, Sie merken, für welche Zielgruppe ich arbeite, genau. Von daher kann ich die Lacher zum Schluss verstehen, aber das ist bei HR-Leuten genauso, die lachen auch drüber.
Also von daher, was damit auch gemeint ist, ist natürlich, dass sehr, sehr viel aus der Art und Weise, wie wir Arbeit definieren, letztendlich auch zu Innovationen stehen. Das ist das, was damit gemeint ist. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und was zu verstehen ist und die Herausforderungen, die wir haben, ist, dass wir aus der Linearität in die Exponentialität kommen, nämlich, dass wir das, wenn wir über digitale Transformation sprechen, verstehen müssen, heißt, neu denken zu lernen. Und mit sehr vielen, was wir aus der VUCA-Beschreibung vorher gehört haben, lernen damit umzugehen. Und die Herausforderung ist, dass wir das ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch nicht gelernt haben und noch nicht in der Form können, wie wir andere Managementsysteme, andere Arbeitsformen, andere Entscheidungsformen und so weiter kennen. Und was ich immer wieder merke, ist, dass wir kognitiv über die Themen wunderbar sprechen, dass wir auf solchen Konferenzen eigentlich mit allen in irgendeiner Form eins sind. Wenn ich mir aber anschaue, wie hoch ist der Reifegrad in den Unternehmen, wenn ich mir anschaue, wie hoch ist der Reifegrad in Vorständen, in Aufsichtsräten, im Topmanagement, im Umgang mit digitalen Medien, im Umgang mit agilen Methoden, im Umgang mit neuen Arbeitsformen, spannende Studie auch, kam erst vor 2 Wochen raus. Wie ist die Identifizierung letztendlich damit und vor allen Dingen das Doing und die Umsetzung? Dann ist das ein ziemliches Desaster aus meiner Erfahrung heraus. Und wo wir aber jetzt stehen, das heißt, wenn ich neu lernen will, reicht Delegation nicht mehr, sondern ich muss wirklich anfangen und selber eintauchen in diesen Themen. Und ich würde Ihnen gerne ein Denkmodell mitgeben. Wir nennen das Haufe-Quadrant, der ist aus unserer eigenen Erfahrung heraus entstanden. Wir haben den mal über Jahre hinweg immer wieder aufgezeichnet und ich würde den gerne einmal ganz kurz mit Ihnen durchgehen. Und wenn Sie heute eines mitnehmen, zumindest von dem Vortrag, dann würde ich gerne, dass dieses Bild bei Ihnen haften bleibt, denn vielleicht hilft es Ihnen bei den Herausforderungen, die Sie in Ihren Unternehmen haben, auch das mit anzuwenden. Wenn wir auf Organisationen gucken, dann haben wir auf der einen Seite immer hier in der horizontalen Achse die Rolle der Mitarbeiter und die Rolle der Mitarbeiter geht stark von Umsetzerrollen bis hin zu Gestalterrollen. Und wenn wir aufs Organisationsdesign gucken, dann kommen wir von der starken Steuerung bis hin zur Selbstorganisation. Und was wir sehen ist, dass wir unterschiedlichste Systemzustände im Unternehmen haben. Die Welt ist vielfältiger, sie ist komplexer geworden. Und das, was wir aus der Systemtheorie heraus kennen, bilde dein System immer so, wie dein Umfeld ist, weil wir sonst einen Systembruch haben. Das heißt, leben wir in einer komplexen Welt, können wir nicht mit komplizierten Systemen agieren, sondern wir müssen ebenso komplexe Systeme bilden. Und auf der linken Seite, links unten, sehen Sie, dass Weisung und Kontrolle, das ist, wo wir herkommen, das kennen wir, das können wir. Viele schielen immer nach rechts oben und sagen, wir müssen alle agile werden, ja, wir müssen vernetzter und so weiter denken. Und immer dann, wenn man sozusagen so einen Systemwechsel macht oder angeht, wir sagen immer, kommt man in die Überlastung, in eine überlastete Organisation, nämlich immer dort, wenn man Dinge neu lernen will, die man noch nicht kann und man alte Strukturen, Kulturen und so weiter entsprechend hat. Also ich erlebe sehr häufig, man kommt von einem tollen Innovationstrip zurück, ja, kommt zurück und sagt, wow, genauso machen wir das, wie wir das dort gesehen haben, nur das ist relativ schwer. Das heißt, immer dann, wenn eine Organisation oder ein Team oder eine Unit in der Überlastung ist, ist das für sie immer ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt, dort entsprechend zu unterstützen. Und was wir rechts unten sehen oder nennen Schattenorganisation, Schattenorganisation ist eigentlich ein Ventil, was von Command and Control herauskommt. Das sind meistens die, das sind so Typen Organisationsrebellen, das sind die, die sagen, scheiß drauf, das machen wir jetzt einfach. Ja, da frage ich jetzt gar nicht mehr lang, sondern das setzen wir jetzt einfach um. Das sind Innovationen, die hier entstehen und viele, viele Innovationen, die wir kennen, sind im Schatten entstanden. Die sind nicht durch einen Vorstandsauftrag entstanden, die sind nicht durch ein Innovationsprogramm entstanden, sondern die sind entstanden, weil Menschen Gestalter sind und Dinge tun wollen. Und als Unternehmen müssen Sie nur aufpassen, weil die Gestalter sind nämlich auch die, die irgendwann sagen, scheiß drauf, das mache ich auch alleine, das mache ich auch ohne Company, die mir mein Gehalt zahlt. Und was wir sehen ist, dass es diese Vielfalt braucht in Unternehmen, dass es kein Gut oder Schlecht gibt, das, was ich ja vorher versucht habe, mit diesem Red Blue Ocean auch ein bisschen darzustellen, sondern dass wir sowohl als auch brauchen. Und die Herausforderung ist nicht, einzelne Systeme zu kreieren. Wir können alle Command and Control und wir können alle neue Ideen und Startups hochziehen, aber diese Vielfalt, nämlich sowohl als auch in einem integrierten System zu kriegen, das ist die sehr große Herausforderung, die wir sehen. Und
Ein zweites Bild, was Sie vielleicht oder was ich Ihnen empfehle mitzunehmen, ist, denken Sie nicht zu eindimensional. Oftmals denken wir ziemlich, ja, in der Systemtheorie spricht man immer von sogenannten lokalen Realitäten. Also wenn wir mit HR sprechen, dann sind wir schnell bei der Verhaltensveränderung. Dann heißt es, wir machen tolle digitale Transformationsprogramme. Und ich kenne wahrscheinlich kaum ein Unternehmen, wo es nicht momentan irgendein Digital Leadership Programm oder irgendwas in der Form gibt. Oder sprechen wir mit den Technologen, dann ist für die Technologen technische Implementierung und Access für die User die Zielerreichung. Dass die Systeme oder die Infrastrukturen sind geliefert, was in der lokalen Realität vollkommen richtig ist, was Ihnen aber im Hebel für eine Gesamttransformation wenig hilft. Oder Sie haben die Prozessdesigner, das ist genau das Gleiche. Von daher, ich kann Ihnen nur empfehlen, denken Sie immer raus aus den Silos, denken Sie ganzheitlich und versuchen Sie mehrdimensional Themen anzugehen und mit umzusetzen. Und ich würde Ihnen gerne 5 Erfahrungswerte mitbringen aus den Transformationsprojekten, die wir treiben. Wir haben ungefähr 1000 plus Kunden, nicht mit allen sind wir in Transformationsprojekten, aber wir sehen mit denjenigen, die auch weit schon nach vorne denken, und es sind schon einige, was sich verändert. Wir sehen, dass sich das Thema Strategieentwicklung verändert. Wenn wir Menschen in Selbstorganisationen in Selbstentscheidung bringen wollen, müssen wir den Kontext herstellen. Und der Kontext wird nicht hergestellt, wenn Strategien, Unternehmensstrategien im kleinen Vorstandskämmerlein mit ein paar Beratern, die meistens mit Mac oder mit BCG irgendwo in der Buchstabenkombination sind, entwickelt werden und dann ein kleiner Kreis von oben nach unten, schönes Wort, kaskadiert wird. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber das sind so schöne Kommunikationskaskaden oder Führungskräftekaskaden, nennt man sowas. Ja. So, dann kommt HR um die Ecke und sagt, ja, jetzt müssen wir mal messen. Ja, da gibt es Mitarbeiterbefragungen, man misst in die Vergangenheit, haben Sie es denn jetzt alle verstanden? Ja. So, und dann macht man das noch in verschiedenen Maturity-Leveln und Reifegraden und dann kommt man irgendwo bei 60-70% raus und brüstet sich damit zu sagen, hey, wir sind wirklich gut, was wir runterkaskadiert haben. Nur, das funktioniert relativ schwierig. Wir sehen immer mehr, dass wirklich eine kollektive Intelligenz schaffen Sie nur, wenn Sie Menschen auch mit einbinden und wenn Sie sie von Anfang an mitbeteiligen. Ein wichtiges Thema. Das zweite, Performance Management. Performance Management, Feedback-Kultur. Enorm wichtig, weil Sie jeden Menschen im Unternehmen damit betreffen oder letztendlich betroffen ist. Das fängt vom Compensation und Benefits Modell an, über Ihre Bonis. Haben Sie heute noch individuelle Bonis, Teambonis oder gehen Sie auf Unternehmensbonis? Das hat mit Feedback-Kulturen, mit Strukturen zu tun. Das hat mit Frequenz zu tun. Ein jährliches Mitarbeitergespräch, wenn Sie es denn noch machen, dann eignet sich das für links unten im Quadranten. Das eignet sich nicht für agile Organisationen. Damit kommen Sie nicht weit. Sie brauchen aber beides. So, dann können Sie heute hergehen und sagen, okay, wir implementieren ein OKR-System. Aber Sie brauchen ja dieses sowohl als auch, also diese Architekturen zu bauen, zum Beispiel für Performance Management ist ein wichtiges Thema. Innovationskultur hatte ich vorher ein bisschen was schon gesagt, also stärker auch die kollektive Intelligenz zu nutzen. Leadership, enorm wichtiges Thema, vor allen Dingen diese Vielfalt zu beherrschen. Und was wir sehen, ist dieses Thema Agilität, Agilität der Organisationen und damit auch verbunden das ganze Thema Talent Management. Und jetzt können wir natürlich sagen, okay, wir gucken auf kleine Unternehmen, wenn man so ein Unternehmen guckt wie uns. Ich durfte 5 Jahre lang bei der Deutschen Telekom das ganze Thema Transformational Change machen. Also ich kenne große Konzerne. Wenn wir heute, also das, was eine Telco-Industrie die letzten 7 oder 10 Jahre schon durchgemacht hat, sind wir heute stärker in der Automobilindustrie. Also viele der Dinge, also eine Verlagsindustrie wäre vielleicht vor 15, 20 Jahren, Telco 10, Automobil jetzt. Dann sehen wir aber, dass sich viele Unternehmen und Vordenker meine ich jetzt wirklich top-down, von oben nach unten, warum bei ihm jetzt das Bild aussteigt, weiß ich nicht, damit beschäftigen, wie sie die Organisationen fit für die Zukunft und wirklich für die nächsten Generationen machen. Und was wir nur, also um ein Beispiel zu sehen und um diese im Quadranten, diese Schwarm, diese Beidhändigkeit zu zeigen ist, dass Unternehmen
heute nicht genau wissen, wie viele Anteile brauche ich denn im agilen Umfeld und wie viele brauche ich quasi in meinen standardisierten und strukturierten Themen. Und wir begleiten als Beispiel Daimler und Dieter Zetsche hat es mir ausgerufen und gesagt, er glaubt, oder der Vorstand, die Führungskräfte glauben, dass circa 20% in der Organisation in agilen, flexibleren, schnelleren, anderen Arbeitsweisen arbeiten. Nicht alle. Und dass diese 20% sich aber selbst finden sollen. Also es ist eher über eine Koalition der Willigen, ja, dieses Thema zu treiben, als einen Top-Down-Prozess runter zu implementieren. Aber es ist eine sehr, sehr spannende Sache, vor allen Dingen aus einer Stärke heraus in so eine Transformation und in so einen Umbau entsprechend mit einzusteigen. Gut, jetzt gucke ich hier in die Augen meines Moderators, der mir schon zuzwinkert, dass wir an der Zeit sind. Ich könnte noch ein klein bisschen weiter zu uns erzählen, wir können aber gerne spannen. Ich gebe Ihnen noch mal einen Stichpunkt. Wir haben unser Unternehmen so organisiert, dass wir viele Entscheidungen gemeinsam treffen, kollektive Intelligenz. Eines davon ist, dass wir unsere Führungskräfte wählen. Also bei uns ist zum Beispiel vom Verwaltungsratsvorsitz bis zum CEO alle Positionen, die mit Führung zu tun haben, gewählte Führung. Das ist ein ganz spannendes Modell. Sie können das auch alles immer wieder mal häppchenweise nachlesen, wenn Sie Lust haben. Ansonsten stehe ich Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung und würde an der Stelle jetzt mal mit dem Input schließen und die Technik spielt sowieso nicht mehr mit. Also von daher vielen Dank. Wunderbar. Vielen Dank, Stefan. Sie haben die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Hier vorne, Martin. Ich fand diese drei Horizonte sehr, sehr cool. Kannst du kurz beschreiben, wie sich die unterscheiden, also vielleicht gerade der unterste und der oberste Horizont in puncto Führung, also was macht die Führung anders und wie wird Erfolg gemessen und wie wird incentiviert? Intensivierung gehen wir immer stärker, wir sind noch nicht komplett da, aber immer stärker in Unternehmens-, also sprich reiner Unternehmenserfolg, also wo wir kommen von Individual, von Team, Unternehmenserfolg, wir gehen zukünftig weg von Individualboni. Das Erste. Das Zweite, geführt wird im Horizont 1 sehr stark nach KPIs. Also NPS ist für uns, Net Promoter Score ist für uns einer der Kenngrößen, als ein Beispiel, und Umsatzrendite. Also das sind zwei Kernfaktoren. Wirklich nach 2 Kommastellen wird unten gemessen. Oben ist es, haben wir viel mehr quantitative Ziele und Zielerreichungen. Und in dieser Bandbreite steuern wir letztendlich die Organisationen. Und man muss auch sehen, welche Typen arbeiten dort. Also Typ Mensch arbeitet da. Horizont 1 ist eher, wenn man jetzt im Quadranten, ja, das sind eher Menschen, die umsetzen. Und während die Gestalter eher im Horizont 2 oder im Horizont 3 sind. Das ist kurz. Wunderbar. Vielen Dank, Stefan Grabmeier. Danke.